Hallo meine Süßen, ihr habt mich oft gefragt, wie ich meinen Lidstrich neuerdings, den ich mit meiner Mache, mache und wie ich meine Augenbrauen male und manche auch, wie ich sie blau mache. Und ja, das wird ein zweiteiliges Video. Im ersten Teil, weil ich das immer in der Reihenfolge mache, seht ihr meine Augenbrauen und im zweiten Teil den Lidstrich. Also, mich würde es freuen, wenn ihr euch beide Videos anguckt und das mit dem Lidstrich lade ich dann ein bisschen später hoch. Also dann fangen wir erstmal mit den Augenbrauen an. Also ich habe einen Augenbrauenstift, einen schwarzen von Essence. So ein ganz stinknormaler. Ich halte ihn falsch rum. So. Und was beim Augenbrauenmalen wichtig ist, ist, dass ihr, also ich meine, bei mir sind ihr, meine Augenbrauen sind so ein bisschen so ein Fall für sich. Die sind nicht wirklich vernünftig irgendwie. Egal wie ich die zupfe, das ist immer, bringt nicht so viel. Aber also eine Augenbraue sollte immer über dem Anfang eures Auge anfangen, also ungefähr hier so. Und ja, wenn ihr den Stift so schräg legt, aufhören. Also so das Auge umfassen quasi. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Und die ersten zwei Drittel sollten meistens, also so wie ich die mache, die ersten zwei Drittel gehen so hoch und danach geht es erst runter. Ich hoffe, ihr versteht das jetzt. Ich male das einfach und dann könnt ihr mir ja sagen, ob ihr das versteht oder nicht. So, also die ersten zwei Drittel geht hoch. Und dann geht es ein Drittel quasi runter. Also, wenn man das jetzt mit Mathematik verbinden will. Und dann setze ich so ein, ich weiß auch nicht wie viel, halt so ein bisschen höher an und male es so, dass das auf dem Punkt, wo es nach ein Drittel runter geht, quasi so etwas gerade zugeht, aber trotzdem noch die Linie mitverfolgt. Also, ich weiß nicht, ich glaube, das ist total bescheuert ausgedrückt. So, und dann, wenn ihr die Augenbrauen natürlich jetzt richtig haben wollt, dann malt ihr sie natürlich doller aus, also so, wie sie für euch halt sein sollen. Ich mache das nur ganz wenig, weil das für mich nur quasi eine Grundlage ist, weil ich meine Augenbrauen ja gleich noch blau mache. So, haben wir jetzt eine schwarze Augenbraue und eine blaue Augenbraue. So, dann haben wir viele gefragt, ob ich einen blauen Augenbrauenstift habe oder sowas. Wie ihr seht, habe ich das nicht. Ich nehme einfach Lidschatten und mache das darüber. Und ich habe ja meine riesengroße Palette, in der ich ganz viele Farbtöne habe. Die habe ich irgendwann mal auf eBay gekauft. Ich persönlich würde mir wünschen, dass ich mir irgendwann nochmal, wenn ich Zeit habe, eine Palette mit nur Blautönen kaufe, weil ja, ich glaube, ich bleibe erstmal bei Blau. Ich bin gerade ziemlich begeistert von meinen blauen Haaren und freue mich immer jedes Mal nochmal drüber. Und das ist bei mir nicht oft so. Meistens sind mir Farben schnell langweilig. Und ja, dann nehme ich einfach einen Blauton, bei dem ich denke, dass der ganz gut passt. Mache den auf so einen Pinsel, vor allem auf die Spitze. Ist zwar eigentlich nicht so das super Tolle für den Pinsel, aber ganz sanft halt die Spitze so lang reiben und dann halt anfangen, das damit rauszumalen. Habe ich jetzt den gleichen Blauton genommen? Ich glaube ja. Das sieht gerade irgendwie... Ah, das macht das Licht. Nee, das ist ein anderer, oder? Gut, ich habe hier ein bisschen zu viele Blautöne. Ich nehme mal den anderen, ich glaube, das ist besser. So, wie ihr seht, habe ich da schon drüber gemalt, aber das ist nicht schlimm, weil mit diesem dicken Pinsel schafft ihr das nicht wirklich vernünftig, die Augenbraue. Alter, was ist denn los? Ich glaube, das liegt daran, dass ich bei der Augenbraue, wie ihr sehen könnt, ich glaube, das ist der gleiche Farbton, nur ich habe hier deutlich mehr Schwarz drunter gemalt als bei der anderen.
Und deswegen sieht der jetzt so übelst blau aus, aber ich mal gleich noch schwarz drüber. Ja, ja, das ist eben der Vorführeffekt, wenn man sich eine Augenbraue anders malt als die andere. Ich mache das nämlich eigentlich, normalerweise macht man das ja hintereinander und dann hat man damit auch kein Problem, dass es irgendwie anders wirkt. So, wie ihr sehen könnt, ist die Augenbraue jetzt etwas verformt, halt auch wegen dem Blau vor allem. Und dann nehme ich einfach ein Abschminktuch, falte das so, dass ich das so habe und dann kann ich hier super mit der Spitze das definieren quasi. So, bin ich jetzt mit der Form zufrieden. Die Farbe gefällt mir immer noch nicht ganz, weil die hier irgendwie noch anders ist als auf der anderen Seite. Das ist halt die Sache, wenn mir mal irgendjemand einen blauen Eyeliner erfinden würde, wäre das total toll. Aber naja, Eyeliner ist auch ein bisschen zu klebrig eigentlich, aber ach ja, man bräuchte einen blauen Eyeliner. Am besten einen blauen Augenbrauenpinsel, dann wäre das Problem gelöst. Aber ich glaube, das wäre auf dem Markt nicht so gut verkauft. So, ich glaube, das stimmt jetzt ungefähr. So. Gut. Dann wisst ihr jetzt, wie ich meine Augenbraue mache. Und im nächsten Video seht ihr dann meinen Lidstrich. Also beim nächsten Video auch einschalten.